Liebe Hasbergerinnen, liebe Hasberger, herzlich willkommen zu Hügel TV, Hallo Hasbergen, Ausgabe Nummer 71. Und wir kommen heute zum zweiten Teil mit meinen Gästen, die ja schon in der vorherigen Folge dabei waren. Wir werden uns noch weiter ausführlich unterhalten. Und ich begrüße erneut Herrn Baruchowski von der Jüdischen Gemeinde in Osnabrück. Herzlich willkommen. Und Dr. Michael Gander von der Gedenkstätte Augustaschacht. Bevor wir zum weiteren Gespräch kommen, habe ich natürlich auch noch eine Nachricht, ich glaube eine sehr interessante Nachricht. Wir haben in der Vergangenheit intensiv über die K305, das ist die Kreisstraße, die Tecklenburger Straße, gesprochen. Dort geht es darum, und da gibt es auch einen Beschluss, vor allen Dingen die Interessen der schwächeren Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Der Landkreis ist an dieser Stelle zuständig und der Landkreis hat ein Konzept erarbeitet, wie noch eine Bürgerbeteiligung aussehen kann, um darüber zu sprechen, wie man dort die optimale Verkehrsregelung findet. Geplant ist dort grundsätzlich, dass am 9. Oktober eine Art Planerwerkstatt stattfindet. Herr Schwietert vom Landkreis wird auch hier zu Gast sein. Wir werden Mitte September vorstellen, wie man das machen kann, wie man sich anmelden kann, wie man sich beteiligen kann an dieser für Hasbergen so wichtigen Planung. Nun kommen wir aber weiter zu unserem zweiten Teil des spannenden Gespräches. Herr Dr. Gander, jetzt ist es ja so, wie gesagt, wir haben über diese Online-Projekte gesprochen und das ist, glaube ich, auch was in der Pipeline. Für November hat man darüber gesprochen, wo auch ein Online-Projekt vom Augustaschacht aus gemacht werden soll. Ja, ich will vielleicht noch ganz kurz, bevor ich zu dem Online-Projekt etwas dazu sagen, warum für die Gedenkstätte Augustaschacht das auch eine ganz wichtige Kooperation ist. Also wir haben ja hier gerade schon gehört, durch die Geschichte der Familie von Kantor Schauskin gibt es sozusagen jetzt eine Verbindung auch hier ins Osnabrücker Land von Lettland aus, von Wiski aus. Umgekehrt gibt es aber auch ja die Verbindung dadurch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sind sehr, sehr viele baltische Staatsangehörige, die in der Wehrmacht und in der SS waren, in ein britisches Internierungslager gebracht worden, das eingerichtet worden ist in einem der beiden früheren Hügellagern für Zwangsarbeitende. Und das hat dazu geführt, dass auch viele Menschen aus Lettland hier in Hasbergen Jahrzehnte gelebt haben und diese Geschichte ist eigentlich noch gänzlich unaufgearbeitet. Und diese Geschichten hängen ja auch zusammen. Wir haben gerade schon gehört, durch den Krieg ist auch die deutsche Wehrmacht nach Lettland gekommen, hat den Krieg dorthin getragen und auch dadurch auch Polizei und SS, die die Vernichtung und Verfolgung der Juden betrieben haben. Allerdings, wie man sieht, dann auch zum Teil mit Unterstützung der lettischen Seite, denn dort gab es auch Antisemitismus. Und das wiederum führte später dazu, dass viele Letten, manche freiwillig, manche auch eher unfreiwillig, auch in deutsche Verbände eingezogen wurden und für Deutschland in den Krieg gezogen sind und manche auch tatsächlich für Deutschland Verbrechen begangen haben und später in britische Kriegsgefangenschaft geraten sind. Und das heißt, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, wobei unser Hauptimpuls, warum wir dieses tolle Projekt in Wiski unterstützen, ist, dass dieser Geist des Projektes Menschen an den Fundamenten der Synagoge zusammenzubringen, einerseits die Geschichte anzuschauen, aber gemeinsam nach vorne zu schauen, auf Basis der Geschichte, das fand ich sehr, sehr faszinierend, aber auch sehr, sehr großzügig, muss ich auch sagen, auch von Kantor Schauskin, diese Offenheit zu haben, auf alle Menschen so zuzugehen. Und deshalb war uns das auch ein wichtiges Anliegen, das Projekt zu unterstützen. Und wir freuen uns, dass auch eine Form der konkreten Zusammenarbeit sein soll, dass es im November auch ein Konzert geben soll in der Gedenkstätte Augustaschacht von dem Duo Nisch, zwei wunderbaren Musikern. Wer möchte, kann sie an der Aufzeichnung von der Veranstaltung in Wiski hören. Ja. Wirklich ganz, ganz wunderbare Musiker. Und da freuen wir uns sehr, dass die in der Gedenkstätte Augustaschacht planen aufzutreten.
Ja, das war in der Tat, wir hatten ja uns auch mal unterhalten, das war in den baltischen Staaten ja wirklich sehr problematisch, der eine, das gab ja manchmal in Familien sogar, dass einer bei der Wehrmacht beispielsweise da war und der andere in der Roten Armee. Das waren wirklich ganz schwierige Zeiten, logischerweise. Ja. Also von daher, diese Verbindung ist da. Und wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir haben eine Lokalität lange Jahre gehabt, oben an der Osnabrücker Straße, die hieß Riga. Ja. Also das ist ja auch, also da merkt man ja auch diese Verbindung, die automatisch da ist. Ja. Wie gesagt, diese Veranstaltung im November wird dann online abgerufen werden können? Ja, wir planen eine... Das ist nicht so, dass kein Papier dabei wird. Ah, ja, ja. Ich hab, wir kommen gleich zur Veranstaltung in August, in November. Aber ich wollte ein paar Sachen zeigen, Fotos, das von letztes Jahr. Das lettische, deutsche und ich denke ein ukrainische Teilnehmer, welche haben Ideen zu Wischke während des Sommerlagers in Hasbergen entwickelt und visitiert im Landkreis Osnabrück. Und das war auch für uns als Verein sehr wichtig, junge Leute in dem Projekt involvieren. Und zwar am Ort, aber auch hier in Deutschland und internationale Jugend, weil Jugendliche, das ist unsere Zukunft. Und sogar, dass wir haben auch letztes Jahr, das war Veranstaltung, die europäische Zukunft gemeinsam gestalten. Ja, das war mehr als 100 Menschen war dabei. Und das sehr, sehr liegt uns am Herzen, weil wir haben gesprochen mit Dr. Gander, dass wir können von hier als deutscher Verein kommen nach Lettland mit Ideen, mit Möglichkeiten, dort was aufzubauen. Okay, aber dann das bleibt sozusagen ein Projekt von uns. Was hat uns gelungen, wirklich, dass wir haben einen Kontakt mit örtlichen Behörden gefunden, mit örtlichem Jugendzentrum. Und das heute, das ist ein gemeinsames Projekt, wo junge Leute aus Wischke, aus Lettland und aus Deutschland in erster Linie, wir machen das zusammen, wir entwickeln und die sind involviert. Und das wollte ich nochmal betonen, dass das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil eigentlich das Zukunft gehört zu dieser Generation. Und das, was wir haben, Frieden in Europa schon diese Jahrzehnte, das ist nicht selbstverständlich. Und wir merken jetzt auch durch den ganzen Lockdown, wo zum Beispiel von unserer Seite, wir merken, dass Antisemitismus sehr stark gewachsen in den Online-Plattformen. Übrigens, diese Veranstaltung, welche wir planen, das ist nicht nur wird sein ein musikalisches Angebot, ja, dass wir auch ansprechen solche Themen wie Antisemitismus mit Beispielen und es wird attraktiv, dass die Zuschauer können gleich während der Veranstaltung Fragen stellen, ja, und wir auch beantworten. Das ist sehr wichtig und ich finde persönlich, dass was abläuft auf der Online-Plattform generell, das wird oft so unterschätzt. Und das ist sehr, sehr wichtig, besonders in dieser Situation, wo wir sind angewiesen alle auf dem Internet. Also ja, also es ist sehr gut, dass Sie diese Brücke schlagen. Da wollte ich nämlich auch darauf zu sprechen kommen. Wir haben eben jetzt über die Situation vor 81 Jahren gesprochen. Ja. Und dann haben wir jetzt lange Frieden gehabt, wie Sie vollkommen zu Recht sagen. Aber man kann, zumindest empfinde ich es so, die Zeit wird nicht besser im Moment. Und wir haben das letzte Mal im Gespräch intensiv beleuchtet, auch das jüdische Leben wird nicht sicherer. Wir haben das in Halle mit dem Anschlag gesehen, aber wir wissen auch, in Großstädten gibt es offene Anfeindungen. Wie schätzen Sie das im Moment ein? Das ist ja auch wahrscheinlich nicht nur ein deutsches Problem, sondern es wird allgemein irgendwie problematischer, so empfindet man das. Man kann das schwer ausdrücken, das können Sie wahrscheinlich viel besser. Also ja, und das ist allgemein ein großes Problem geworden. Generell, was
ich persönlich und wir in der jüdischen Gemeinde merken, der Gesellschaft generell ist radikaler geworden. Ja, dass die, weil irgendwie, wenn das wirtschaftlich geht nicht so, oder jetzt diese Pandemie und sucht man immer, wer schuld ist, ja, und diese Verschwörungstheorie, das, wir haben das auch in dem Internet, und dann denkst du, oh mein Gott, die Menschen irgendwie haben gar nichts gelernt. Ja, aber so ist das, wir müssen das einfach wach bleiben, und ich denke, Antisemitismus, das ist nicht jüdisches Problem. Das, wir sind als Juden oft als diejenigen, welche in erster Linie werden dann irgendwas passiert, um Gottes Willen. Aber eigentlich, das ist ein menschliches Problem. Und hier auch, das ist genau unser Anliegen, was wir machen als jüdische Gemeinde. Wir sind eine sehr offene Gemeinde und froh, dass war mit der ganzen Beschränkungen, dass wir wochentlich 2, 3, manchmal 4 Besuche gehabt von Schulen, von älteren Gruppen, von berufsverschiedenen Gruppen. Und das ist die Sache, weil muss man einfach miteinander sprechen. Weil alle haben diese alten Klischees, wie die Juden aussehen und tun, das ist alles noch lebendig leider. Ja, und jeder hat irgendwelche Klischee, aber nur im Gespräch, nur im Austausch, dann kann man was erreichen und hoffen, dass alles friedlich bleibt. Ja, das hoffen wir gemeinsam in Osnabrück. So habe ich den Eindruck, funktioniert das sehr gut mit dem Gespräch miteinander. Da sind hervor eine langjährige Beziehungen gewachsen und da stellt sich die Problematik möglicherweise nicht ganz so wie andersrum. So empfinde ich es. Aber ja, aber muss man wach bleiben. Also, weil die Situation kann ganz schnell ändern, weil wir haben gesehen in Halle zum Beispiel, dass auch alles sozusagen friedlich und gut und auf einmal einer kommt und okay, gibt es keine 100% Sicherheit. Aber die Frage ist, wie schnell reagiert man? Ja, weil dort, in meiner Meinung, das ist ein Skandal, weil noch nach 19 Minuten Polizei ist gekommen. Ja, wir haben Gott sei Dank auch enge Kontakt mit Polizei. Und auf jeden Fall, heute, wir fühlen uns sicher. Ja, und hoffen wir, so bleibt auch. Ja, das muss so bleiben. Miteinander im Gespräch bleiben ist das eine. Das andere ist, da kommen wir jetzt direkt mal zur Ausstellung an dieser Stelle. Es ist auch immer wieder wichtig, informiert zu sein, was war, was ist geschehen. Das ist erforderlich. Sie haben gesagt, die junge Generation ist ja unsere Zukunft und die muss es entsprechend mitbringen. Wir haben hier Timofeen als Zuschauer, das ist von der jungen Generation hier und in der Tat, da wird es immer wichtig sein. Vielleicht an dieser Stelle, Herr Dr. Gander, eben ein Hinweis auf die Ausstellung, die ja auch entsprechend schon zu besuchen ist. Ja, wir haben ja durch die Pandemie beim letzten Mal, als wir hier zu Gast waren, mitteilen müssen, dass die Ausstellungseröffnung verschoben werden musste. Der ursprünglich angesetzte Termin 1. April war nicht mehr möglich. Wir haben ab dem 3. Juli dann die Ausstellung eröffnet, Schritt für Schritt, weil wir nicht so viele Besucher wie sonst einlassen können, aber mit 15 Besuchenden, die jederzeit kommen können, kommen wir eigentlich im Moment ganz gut zurecht, um auch die Sicherheit im Haus zu gewährleisten. Und wir haben jetzt unsere Ausstellung also zur Verfügung für alle Interessierten und wir zeigen dort auf, mit welcher Gewalt im Nationalsozialismus dieser Gedanke der einerseits Rassentrennung durchgesetzt wurde und andererseits basierend auf diesem rassistischen Denken die Menschen zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, um sie auszubeuten für den auch rassistischen Krieg der Nationalsozialisten. Und wir haben diese Ausstellung auch besonders auch versucht, an junge Menschen zu adressieren, indem wir eben versucht haben, Biografien mit einzuflechten. Wir haben versucht, moderne Formen zu nutzen. Der Einführungsfilm ist ein künstlerisch gestalteter Film. Wir haben einen Media Guide in Form eines Tablets, das sozusagen für Besuchende
Es ermöglicht sich, mit vertiefend auseinanderzusetzen, mit zum Beispiel auch mit Zeitzeugen, die hier zu Wort kommen und berichten, was sie erlebt haben. Ich nehme hier Nikolai Kulik. Augusta Schacht, ja, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Das ist ein Überlebender des... Das ist ein Überlebender des Arbeitserziehungslagers, der sich erinnert an das, was er erlebt hat. Aber wir haben auch in dieser Ausstellung mit eingebaut etwas Interessantes, das bislang auch gerade von jungen Menschen sehr gelobt wird. Man kann sich nämlich in Zukunft anschauen, wie es früher aussah. Hier gibt es zum Beispiel ein Bild vom heutigen Zustand und dann wird digital eingeblendet das Lagertor und man kann herumgehen und sieht dann noch etwas weiter, wie es aussah und kann zusätzliche Informationen abrufen und erfährt dann etwas, was sehe ich hier eigentlich. Warte mal, jetzt bin ich hier von der Praxis nicht da. Dann kann ich hier erfahren, was hat sich dort befunden. Und dieses Tablet wird auch sehr, sehr angenommen von Besuchern und Besuchenden und insbesondere von jungen Menschen. Und wir wollen sie ja eigentlich einladen dadurch, diese Geschichte kennenzulernen und damit auch ein Stück weit zu erkennen, welchen Gefahren eine Gesellschaft auch ausgesetzt ist. Wir haben gerade gehört, Kantor Schauskin sagt, er fühlt sich sicher und wir, trotz aller Sorgen, die wir alle haben, aber wir müssen sagen, jede Gesellschaft und gerade auch demokratische Gesellschaften sind auch gefährdet von Menschen, die antidemokratisch denken. Denken Sie jetzt an den vergangenen, an das vergangene Wochenende mit der Demonstration in Berlin, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben und am Reichstag fast das Gebäude betreten konnten. Das waren ausgewiesene, nach ihren Fahnen, Antidemokraten. Das sind Leute, die solche Lager wieder aufbauen würden. Und das ist etwas, was wir auch natürlich vermitteln wollen, mitzubedenken, wer sozusagen wessen politischen Ideen wollen wir eigentlich heute folgen und sicherlich nicht solchen Ideen, die uns in eine solche Richtung führen. Genau, ja, das ist ja fast schon ein gutes Schlusswort, kann man beinahe sagen, nicht den Antidemokraten, nicht totalitären Ideologien zu folgen. Sie haben zahlreiche Broschüren hier, die kann man natürlich jetzt bei der Gemeinde dann bekommen. Wir werden demnächst die Bahnfahrt haben, dafür werden wir noch eine gesonderte Sendung machen, um darüber zu informieren. Leider können Sie an diesem Tag nicht, aber im Mai lade ich Sie sehr herzlich ein, Herr Kantor Schauskin, mit uns da die Bahnfahrt zu machen. Wir werden ja im nächsten Jahr das nochmal machen. Insgesamt, zusammenfassend, ist eine bedrückende Thematik. Ich fühle mich auch durchaus jetzt ein wenig bedrückt, logischerweise. Und ich glaube, das tun wir alle. Wir haben da Zeiten, die wirklich, wo wir genau schauen müssen, wo wir aufeinander Acht geben müssen. Und deswegen möchte ich jetzt mein Schlusswort eigentlich gerne machen, würde Sie dann bitten, vielleicht noch ein Lied zu singen. Ja. Herr Dr. Gandau möchte noch. Ja, gerne. Ja, ich würde gerne noch an einer Stelle etwas Wichtiges ergänzen. Ich glaube, man merkt das ja an der Musik von Kantor Schauskin. Ich glaube, man merkt es vielleicht auch an der Bildungsarbeit, die wir versuchen. Es geht überhaupt nicht darum, auch wenn ein solches Gefühl sich einstellt von Bedrückung, eigentlich Menschen bedrücken zu wollen. Wir wollen ja eigentlich, dass die Menschen in ihrer Zuversicht stärken. Und ich glaube auch, wer die Veranstaltung vom Verein Drei Stufen besucht oder die Gedenkstätte Augusta Schacht besucht, wird dort beides erleben. Er wird erleben, was sozusagen bedrückt, was sozusagen was Gefährliches war, was bedrückend empfunden wird, aber wird auch erleben, Menschen mit ihren Idealen, mit ihrer Zuversicht. Und das ist eigentlich unser Ziel, ist es ja, und ich glaube, das ist auch bei Drei Stufen ja das Projekt. Es geht darum, Menschen zu stärken. Und das wollte ich nochmal betonen, weil ich glaube, Bedrückung bringt uns nicht weiter. Aber so eine Bestärkung und eine Zuversicht, die gleichzeitig aufmerksam ist, das ist, glaube ich, etwas, was uns dann, glaube ich, optimistisch nach vorne schauen lässt. Da haben Sie ein noch viel besseres Schlusswort gefunden. In der Tat, genau. Das ist natürlich wichtig. Man muss Zuversicht, man muss Perspektiven haben, man muss nach vorne schauen. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei Ihnen beiden und ich sage üblicherweise am Ende immer, bleiben wir achtsam. Und diesmal sage ich auch noch, bleiben wir wach. Ja.
Ich werde singen ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen. Das übrigens sehr entspricht das Wetter in Osnabrückerland, in Lettland auf jeden Fall. Ja, und dann, was Mensch braucht, gesund bleiben und unter Sonne weitergehen und schön leben. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen. In jiddische Sprache. A bissl Sonn, a bissl Regen, i ruhig or di Kopf zu legen, a bi gesund, können men glücklich sein. A schuch, a sock, a kleid mit Lattes, im Geschöne, a drei, vier Lattes, a bi gesund, können men glücklich sein. Die Luft ist frei, vor jedem gleich. Die Sonne scheint vor jedem Ohren oder reich, 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 reich. Ein bisschen Freude, ein bisschen Lachen, einmal mit freien Taschen Schnäpsel machen, aber gesund können wir glücklich sein. Einer so Haschiris, einer so Gewirris, einer meint die ganze Welt. Einer meint, dass das ganze Welt nur liegt nur im Geld. Soll alle suchen, soll alle kriechen, nur ich such zu sich. Ich darf das auf Kapores, weil das Glück steht bei mein Tee. Wappa, wappa, wappa. A bissl Sonn, a bissl Regen, in ruhig or di Kopf zu legen. A bi gesund, können men glücklich sein. A bi gesund, können men glücklich sein. A bi gesund, können men glücklich sein. Bleiben Sie gesund und stark. Und wir haben, jetzt bald kommt, am 18. September, nach jüdischer Tradition, neues jüdisches Jahr, und zwar 5781. Und wir wünschen allen guten und süßen Jahr. Shana Tova Umetoka. Alles Gute.